Elektroautos, das sind kleine Weglein, die mit Tempo 50 lautlos durchs urbane Leben gleiten. Das ist grün, das ist modern, ja, das ist fast trendy. Aber PS-strotzende Ungeheuer, die ihre Kraft aus der Dose saugen, gibt's das? Der Mercedes SLS AMG. Ein Traumwagen. Dem will man mit aufheulendem Motor die Gänge reinprügeln und die Sporen geben. Geht aber nicht, denn das zusätzliche Kürzel E-Cell verrät, unter dieser Haube blubbert kein Superverbrenner. Die 533 Pferde gibt's hier nur mit Akku. 250 km/h Topspeed im höchsten Gang. Dem ersten, dem einzigen. Kein Benzingeruch, kein rührender Motor, kein Knattern unterm Hintern. So ein Space Shuttle kann doch kein Traumauto sein. Oder doch? David Coulthard ist in den hohen Norden Europas gekommen. Hier auf dem Flughafen Kristiansund in Norwegen nimmt der Ex-Formel-1-Profi den Starkstromsportler unter die Lupe. Let's go E-Drive, High-Performance-Style. Unglaublich, diese Beschleunigung. Mit konstanten 880 Newtonmetern schießt der E-Cell in exakt 4 Sekunden von 0 auf 100. Wow, diese Beschleunigung ist wirklich großartig. Sie ist direkt und trotzdem weich. Also, das ist viel, viel mehr, als ich erwartet hatte. Auch das Fahrverhalten stimmt. Der Mercedes-Testfahrer ist sichtlich beeindruckt. Mein erster Eindruck, du kannst dir diese Leistung eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Nach den ersten Tests auf der Landebahn geht es auf die Landstraße. Hier lässt sich dann der wesentliche Unterschied des E-Cell zu seinem V8-Bruder feststellen. In many ways it's more responsive than the standard V8 because it's not having to wait for a small delay when the In vielerlei Hinsicht reagiert er schneller als der Standard V8, denn man hat hier diese kleine Verzögerung nicht, wenn der Fahrer aufs Gas geht. Das einzige Limit hier ist, dass der Wagen nur einen Gang hat. Eigentlich würde das bedeuten, dass man da nicht auf Höchstgeschwindigkeiten kommen kann, nicht mal auf 60 oder 100. Aber es funktioniert, so wie hier beim Überqueren dieser witzigen norwegischen Brücke. Der SLS AMG E-Cell konnte den Ex-Formel-1-Profi also auch auf regulären Straßen überzeugen. Aber ist denn das knallgelbe Starkstrom-Shuttle jetzt auch ein grünes Traumauto? Herr Coulthard, ein Fazit bitte. Ich hatte wirklich keinerlei Erwartung bezüglich der Leistung und jetzt hat mich die Art der Beschleunigung total umgehauen. Naja, ein klares Bekenntnis pro Traumwagen klingt anders. An diesem Auto kann man wirklich die Zukunft von Elektroautos sehen. Aber diese Farbe, als ich das erste Mal sah, dachte ich, Mann, da bin ich mir nicht so sicher. Aber jetzt, nach dieser Performance, ich mag die Farbe. Also doch, und so zärtlich wie David den E-Cell zum Abschied streichelt, ist klar, Traumauto geht auch elektrisch.